Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zu einem Informationsvideo bzw. zu einer kleinen Information vor den Videos. Denn vom 17.12. bis zum 21.12.2020 gibt es einen Charity-Stream, wo ich mitwirken werde. Es gibt eine Menge Giveaways zu gewinnen. Schaut euch dazu am besten das Hauptvideo an, was verlinkt ist unten. Und ja, viel Spaß beim Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zu einer neuen Folge von Let's Play Firefighting Simulator The Squad. Ja, ich habe gerade schon mal aufgenommen, nur ja, leider Gottes irgendwie ohne Mikrofonton. Ja, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und ja, hoffen wir doch das Beste, dass es jetzt nicht weiter passiert. So, ich musste gerade noch kurz raustappen, da ich ausgelassene Frames durch Renderverzögerungen hatte. Ja, ich hatte die Vorschau noch aktiv und damit verträgt sich dieses Spiel nicht so wirklich. Ja. Naja, mein Kater hat heute auch Blödsinn gemacht. Er ist irgendwo runtergesprungen. Wo, weiß ich nicht. Und hat sich dabei verletzt. Naja, so ist das Leben. Ja, ich habe gerade schon gesagt, wir haben hier eine sehr, sehr schöne Funktion mittlerweile. Nicht Funktion, ein sehr, sehr schönes Spiel mittlerweile auch bekommen, denn es gibt so einige Fehlerverbesserungen. Wir haben heute den 3. Dezember, das heißt vor roundabout einen Monat ist das Spiel hier rausgekommen und es gab jetzt ungefähr 3 Patches, die schon einiges verbessert haben sollen. Welche Sachen das sind, weiß ich jetzt aus dem Kopf leider nicht, sondern einfach nur, dass es so und so ist. Ja, naja, gut. Wir spielen hier ganz in Ruhe unsere Sache, würde ich sagen. Hab auch Ton von innen, das habe ich tatsächlich die ganze Zeit am Anfang falsch gesagt, weil meine Kopfhörer einfach viel zu leise eingestellt waren. ja, sowas wird, ja, sowas passiert, würde ich sagen. Und ja, wir fahren hier erfolgreich Einsätze. Wie gesagt, diesen Einsatz, den wir jetzt hier haben, habe ich gerade schon abgeschlossen. Habe aber noch eine Nebenmission bekommen, gerade. Ja, mal schauen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht was. Ich weiß aber jetzt, wo die ganzen Sachen sind. Das heißt, wo man den Strom abstellt, dass es 3 Verletzte da drin gibt und. Das ist natürlich viel einfacher, wenn man dann direkt so rangehen kann. So, dass die Fahrzeuge da verschwinden, ist also anscheinend normal, denn das ist ja gerade schon passiert. Da hinten fliegt ein UFO. Okay. Sehr interessant. Ja, so, wir sind auch gleich da. Dass ich hier abbremse, das sehe ich gar nicht ein. So. Wunderbar. Perfekt. Moment. Die Tür ist schon offen. Okay. Okay, Boss. 360 check complete. Supply lines ready to go, Boss. I'm on it. Das ist ja komisch. Dass jetzt quasi schon die Tür offen ist. Hm. So, hier drinnen gibt es 3 Verletzte, das weiß ich auch. Ja, jetzt habe ich das natürlich. Ja, das war jetzt auch sehr schlau. So, Strom abstellen. Ja, der suchende Retter. Der rettende Sucher? Es geht auch so. So, hier machen wir erstmal auf. Mit einer Axt drinne.
Ja, wieso das schon offen ist, weiß ich auch nicht. Jetzt brennt es aber auch woanders. So. Hier hängt jemand drin, das weiß ich. So, wenn er die Person gerettet hat. Nee, das kommt, dann machen wir hier die zwei. So, und ich gehe jetzt hier kurz durch. Geht's kurz hier hin. Mach schnell die Türe zu, weil dann kann nämlich nicht mehr allzu viel passieren. So, und dich trage ich raus, würde ich sagen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. So durchs Fenster klettern, sehr schön, ja. Hey, ich bin. Hey, ich war. Sag mal, du kleine, du, also ehrlich. Ich war zuerst hier dran. Sag mal, hat der jetzt gerade hier rausgespritzt? Schwein. So. Entweder ist das da ein Fehler oder ich habe auch keine Ahnung. So. So, passt besser. So. Jetzt haben wir einen Fehler entdeckt, weil er hat jetzt immer noch die Sache, dass er die quasi trägt. Was aber natürlich nicht mehr tut. So, wir holen uns hier das. Machen das da dran und dann gehen wir halt da rein und dann löschen wir von der anderen Seite. Schneller, los! Sei ein Mann. So, hier hat man in der ersten Sache, dass es hier auch in Vollbrand stand. Das war natürlich jetzt nicht so erfolgreich. Deswegen bin ich ja dann doch schon sehr gespannt drauf. Oder besser so, dass nicht das gesamte Haus in Vollbrand steht. Denn ich habe tatsächlich so lange gebraucht für das Feuer, dass hier einfach mal alles komplett in Vollbrand stand. Das sollte natürlich nicht so sein, aber naja, man kann es ja letztendlich auch nicht immer ändern. So, hier haben wir dann auch noch Fenster, die wir öffnen können. Das hier war ja wirklich der schlimmste Raum, wo es gebrannt hat. Da ging ja am Ende gar nichts mehr. So. Mein Ohr juckt. Das ist ja sehr unangenehm. So. Au. Ach Gottchen. Los. Löscht. So, dann lösche ich gleich hier. Damit es nicht wieder in den anderen Raum oder in die anderen Räume übergeht. So, wir haben, denke ich mal, wieder ein Fettbrand. Das heißt, wir können rein theoretisch, wenn wir das schaffen. So, kurz das Zeug hier ablegen, kurz hier rausrennen. Wir standen jetzt natürlich die ganze Zeit. Dann gehen wir uns jetzt noch schnell einen Dings holen, einen Feuerwehrlöscher. Feuerlöscher, nicht Feuerwehrlöscher. Oh Gott, ja. Gehen hier rein, ducken uns ein bisschen, damit wir hier auch ein bisschen was haben. So. Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich wollte eigentlich das Fenster hier aufmachen. So, Fenster schließen ist immer gut. Aua, das ist heiß. Es ist keine Pfanne hier drauf. Das ist ja sehr interessant. Okay, da kann ich ja doch hier wieder mein normales nehmen. Weil dann passt es ja wieder. Dann ist aber komisch. Sind die wieder zurück in ihr Haus gegangen und es hat wieder angefangen zu brennen? Ist das möglich? Ist das so eine. Also, es war jetzt quasi eine neue Mission. Eine Zusatzmission, die sich quasi während des Einsatzes ergibt.
Okay. Das habe ich jetzt anscheinend erfolgreich gemacht. Kann das sein, dass da die Begebenheiten anders sind? Denk mal schon weit. Das erstens ging es jetzt kürzer. 10 Minuten. Das ist ordentlich. Das finde ich ja super. Ja, das ist ja, also. Nö, das überspringen wir jetzt nicht. Kaminchaos, Rosenbauer T-Rex freigeschaltet. Was war denn der T-Rex? Ist der T-Rex etwas Größeres? Okay, das gucken wir uns gleich mal an. Weiter. Also nicht gleich, sondern ich würde sagen, wir schauen es uns in der nächsten Folge an. Wir haben jetzt schon wieder was, eine zufällige Mission. Ja, nee, das macht ja dann gar keinen Sinn. Hier haben wir was Neues. Kaminchaos, sehr schön. Ja, aber wir werden das hier erledigen, aber erst in der nächsten Folge. Vielleicht ja dann mit zusammen mit dem Kaminchaos, je nachdem, wie lange diese heiße Innenstadtrenovierung dauert. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, sagt Bescheid, wenn irgendwas nicht so gepasst hat, denn ich bin für jede Kritik offen tatsächlich, was das angeht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Labitonix. Ciao mit V.